Ihr kennt PvP. Aber dieses PvP, was ich gerade vor 10 Minuten gespielt habe, werdet ihr nie in eurem Leben da zahlen. Hallöchen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Super Smash Mobs. Und es gibt einen, auf jeden Fall, einen ganz, ganz großen Anlass für diese Folge. Es ist extrem spät, ich habe morgen Arbeit, aber das interessiert eh keinen. Ich spiele das Kid Spinne, wie ihr es gewohnt seid. Und was, der muckt auf. Ordentlich aber. Okay, jetzt kommen die Pros da in Einsatz, würde ich sagen. Ah, das ist natürlich heftigst. Das Ding ist, sagen wir es mal so, mein Leben ist zerstört. Mein Leben ist zerstört, ja. Ich habe jetzt mal keine Musik drinnen. Das liegt daran, dass ich mich konzentrieren muss. Denn ich habe keine Zeit gehabt, die letzten Spiele da aufzunehmen. Denn es wird es eh nie sehen, ja. Mein einziges Vorbild in Super Smash Mobs wird nie herausfinden, dass ich überhaupt Let's Player bin. Aber ich blende euch jetzt Szenen ein. Ihr habt so etwas noch nie gesehen, ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ja. Jetzt schreibt wieder einer Hacker recorded bla bla bla. Also ich bin eh nicht betroffen, weil ich habe bis jetzt eh keinen getötet. Aber lustigerweise schreibt wieder jemand Hacker. Ihr kennt PvP. Aber dieses PvP, was ich gerade vor 10 Minuten gespielt habe, werdet ihr nie in eurem Leben da zahlen. Das ist abnormal gewesen, ja. Das waren zwei erwachsene Burschen, ja. Also einmal ich und einmal ein 16-jähriger Junge aus Belgien, dieser das Kit Spinne benutzt hat. Und ihr kennt kein PvP. Das ist PvP, was ich euch jetzt einblenden werde gleich. Denn das was jetzt ist, ja, das ist so quatschen und ein bisschen Super Smash Mobs spielen, überleben. Alles easy. Aber oh Gott, der wird jetzt da mein Ding. Ja, zack. Zack. Entschuldigung. Auf jeden Fall.
Okay. Da ist jemand sehr wild drauf. Okay, der will jetzt. Ach. Wie gesagt, diese Szene, die ihr gerade gesehen habt. Wir sind. Läuft bei dir. Wir haben alles getötet, was geht. Also wir sind weder im Team gewesen noch sonst irgendwas. Aber meistens hatten wir dann halt nur die Szene, die ich jetzt sozusagen recorded habe. Da hatten wir beide dann halt noch 4 Leben. Und ich habe gedacht, ganz ehrlich. Wow! Das war knapp. Läuft. Okay. Das wird er doch nicht treffen, oder? Eh nicht. So. Ja, weiters. Dieser Fire Melon, das ist mein Vorbild. Er nimmt das Kit Spinne und ich wusste, ich habe mir so gedacht, ja, eine Spinne töte ich sie, passt, die tötet mich, passt, die tötet mich, what the fuck? Ich denke mir, wieso tötet die mich schon zum vierten oder vierten Mal? Das kann nicht normal sein. Okay, passt. Dann habe ich mir gedacht, konzentriere ich mich jetzt einmal auf nächstes Spiel und so. Und, nice. Nice Team. Whatever. Stop accusation. So. Läuft. Aber nice Team. Also, was ich so gehört habe, darf man jetzt teamen. Wer teamt denn jetzt schon wieder? Alter, geh mir nicht am Arsch, du Scheißschaf! Ey, willst du fucking Stress mit mir haben? Du willst Stress, oder? Du willst Stress. Du willst auch Stress haben? Kannst du gerne haben. Ich weiß, ich zuck bei diesem Spiel aus, aber das, was ich da. Nice. Ja, er nimmt auf. Freudig. Hart. Okay. Das, was ich da abgezogen habe mit dem. Ich habe mit dem richtiges, echtes PvP gespielt, ja. Das alles andere war einfach nur keine Ahnung was. Das war irgendwas, ja. Das ist ja jetzt irgendwas, ja. Da ist schon wieder alle Hacker und was weiß ich. Und langweilig, aber er wusste, dass ich nicht hack. Wie gesagt, sie beschimpft mich wieder als Hacker. Ist ja eh klar. Also, okay, viel Spaß und so. Und wo ist denn der jetzt da? Dieses Schaf. Schäfelein, Schäfelein. La 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 la. So, du bist der Nächste, der sterben muss. Zacki. Vor allem der Vorige wusste, dass ich nicht hacke, weil er. Genau, was ich sagen wollte, war, er hat einfach beinhart. Er ist jede Sekunde, ja, die ich gespielt habe, wusste ich ganz genau, was er vorhat. Ich wusste, wann er Needler macht. Also, ich wusste, wann er das macht. Ich wusste, wann er das macht, so dieses Spinnweben-Ding. Ich wusste es einfach, weil er genau so gedacht hat wie ich. Ich habe mir gedacht, ich schaue mir mal seine Stats an. Ja, läuft bei ihm. Er hat einfach mal 600 Wins, ja. Also er hat seinen 600. Win bei mir gemacht. Und puh, da habe ich mir echt gedacht, ich muss echt noch viel tun. So, wo bist denn du? Du kommst. Ja, du triffst. So.
sowieso nicht und sterben jetzt. Wo bist du? Da bist du. Hallo. So. Zack, 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 tot. Das ist ja kein super Smash Mobs. Ich meine, ja, gut, er will mich töten und so, aber ich meine, ich habe noch immer fast volle Herzen. Habe noch immer meinen Smash Crystal, den ich vielleicht jetzt einmal langsam benutzen sollte. Vielleicht so, zack. So, zacki. Jetzt bist du im Spinnennetz. Jetzt mache ich das, 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 das. Und gewonnen, GG. And stop accusating, please, otherwise report. Zack! Ah! Leute! Das war heftigst! Das war einfach nur heftigst. Er reportet mich. Okay. Have to go asleep. Bei du Penner. Das verstehen halt nur die Deutschen, ja. Okay, Leute. Dieser Typ, wenn ich den nochmal treffe, ich muss mit dem trainieren, ich muss das Spider-Kid besser wissen. Der hat mich zerbröselt. Komplett. Er hatte 3 Leben. Er hat mich komplett gemeiert. Komplett. Das war einfach nur episch, dieser Kampf. 3, 4 Kämpfe habe ich gleich gemacht. Das war so arg. Das war echt arg. Na gut, Leute. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.